Moin, hallo liebe Berlin-Fahrer. Ich bin Christel Hühlmann und hatte vor 3 Tagen die verrückte Idee, diesen Film zu drehen, damit ich euch noch was Wichtiges mitgeben kann. Ihr habt so ein Glück, dass in eurer Stufe so viele talentierte Fußballspielerinnen rumlaufen. Herr Wroblowski und Herr Pottmeier können es auch nicht fassen. Ich möchte euch sagen, ihr spielt in euren Vereinen und in der Bezirksliga sehr guten Fußball. Ihr könnt es halt einfach. So, Montag geht es los auf dem Platz. Überlegt erst gar nicht beim Anpfiff, wie gut oder super eure Gegner wohl sein könnten. Nein, nehmt euch den Ball und spielt Fußball. Ihr könnt es. Ja, und dann habe ich noch ein paar Leute zum Thema befragt. Hallo Herr Kammlage, liebe Fußballerinnen, diesen Mann könnt ihr jeden Tag sehen, je nachdem, wie oft ihr zum Direktor müsst. Da seid ihr selbst dabei. Herr Kammlage, ich hätte da mal 1, 2 Fragen. Die erste wäre, ist es nicht eine sehr gute Werbung und Ehre für das Fürstenberg-Gymnasium, dass so gute Schüler, Fußballerinnen aus den Sportvereinen Recke-Steinbeck und Hobsten in ihrer Schule zu haben? Auf jeden Fall. Wir sind super stolz auf die Schülerinnen aus Recke und eben auch aus Hobsten, was zeigt, dass wir hier eine Schule für die ganze Umgebung sind und dass wir eine Schule sind, auf der man nicht nur toll lernen kann, sondern super Sport machen kann, auf der es sehr viel Spaß macht. Und wir hoffen sehr, dass sie diese Werbung für die Schule hier in die Welt hinaustragen. Und damit die in Berlin mal alle merken, dass es in Recke einen ganz tollen Ort gibt und eine ganz tolle Schule mit ganz tollen Schülerinnen. Ja, und was meinen Sie, was erhoffen Sie sich von Ihrer Schulmannschaft in Berlin? Ich weiß, dass sie ganz viel kämpfen werden, dass sie sich zerreißen werden. Das haben sie hier schon gemacht bei den Vorrundenspielen. Ich hoffe, dass sie aber auch viel Spaß haben dabei, aber auch da bin ich sicher. Und was man erreichen kann, nun, das hängt von den Gegnern ab, aber ich bin sicher, dass sie Spiele gewinnen werden. Und ob das hinterher das Viertelfinale oder das Halbfinale oder vielleicht sogar noch mehr ist, das wird man sehen müssen. Und es hängt sicherlich auch ein bisschen vom Glück und, wie heißt das beim Sport, von der Tagesform ab. Ja, danke. Dann fällt mir noch eine Frage ein. Wäre vielleicht sehr wichtig für die Madels, aufgepasst Madels, was er jetzt sagt, wie lange gibt es bei einem eventuellen Finalsieg frei? Wenn es einen Finalsieg gibt, ja, dann werden wir riesig feiern. Da können sich die Mädchen drauf einstellen. Ob das so unbedingt lustig ist, wenn man dann frei hat, das weiß ich gar nicht. Es ist viel toller, glaube ich, wenn wir zusammen feiern. Und da werde ich einen austun und dann gucken wir mal, dass wir das mit allen Schülern zusammen hier kräftig feiern. Und dann dürft ihr sicherlich auch einen halben Tag euch nochmal ausruhen irgendwo. Aber erstmal geht es dann um die Feier, die wir hier zusammen machen. Aber wir feiern auch schon bei Halbfinale. Wie finden Sie es, dass die Recker-Mädchenfußballmannschaft des Fürstenberg-Gymnasiums für NRW zu den Endspielen der Jugend trainiert für Olympia nach Berlin fährt? Das finde ich unheimlich toll. Das ist eine ganz tolle Sache. Das macht mich froh und auch stolz, dass die Fürstenberg-Schule aus Recke, das Recker-Mädels und auch ein paar aus den Nachbarorten Nordrhein-Westfalen dort in Berlin vertreten können. Das macht mich stolz und da dürfen die Mädels auch stolz drauf sein. Ja, dann hätte ich noch eine Frage. Einige wissen vielleicht, dass du in der Fußballmannschaft der Bürgermeister unseres Landes mitspielst. Du weißt daher, wie es läuft. Welche Tipps könntest du den Spielerinnen mitgeben? Ja, Tipps zum sportlichen Teil kann ich deswegen nicht mitgeben, weil ich die Gegner nicht kenne. Es ist ja immer ganz wichtig, sich auf den Gegner einzustellen. Dazu kann ich nichts sagen, aber allgemein würde ich die Empfehlung mitgeben, einfach die Stimmung, die Atmosphäre mitzunehmen einer solchen besonderen Veranstaltung. Das wird
sicherlich eine ganz tolle Veranstaltung sein und das sollten die Mädels einfach für sich mitnehmen. Das ist ein Highlight ihrer Schullaufbahn. Das sollte man einfach genießen. Ja, vielen Dank. Das war's dann schon. Wir bedanken uns. Bitteschön. Liebe Hauptsommerhals, wenn ihr nicht wisst, wer dieser Mann ist, habt ihr mindestens ein Problem. Liebe Recker, dies ist der Hauptsommer Bürgermeister Winfried Pohlmann. Hallo Winnie, so viel Zeit muss sein. Macht es dich stolz, wenn du hörst und liest, dass auch 8 Mädchen aus Hopsten dabei sind, die zum Finale nach Berlin fahren, zu den deutschen Schulmeisterschaften? Ja, natürlich. Also erstmal finde ich das unheimlich toll. Ich habe mich natürlich so ein bisschen schlau gefragt. Es geht ja denn einmal um Kreis und Bezirk und auf Landesebene ist hier was gelaufen. Und da habt ihr Furore betrieben. Ihr seid Erster geworden. Und jetzt geht es ja vom 19. bis zum 21.09. in Berlin weiter. Und da wünsche ich euch alles erdenklich Gute. Ihr seid ja stramme Westfälinnen und ich denke mal, ihr habt es auch drauf. Und ich finde das sowieso wichtig, Sport, insbesondere Fußball, Mannschaftssport, das ist eigentlich so der beste Sport überhaupt. Und wenn sich alle so gut auch in der Politik verstehen wie im Sport, ich denke, dann gibt es mit Sicherheit auch diese Krisenherde nicht. Das will ich gar nicht weiter ausschweifen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. In Berlin viel Erfolg. Auf Landesebene habt ihr das ja schon mal so weit erreicht und ich wünsche euch für Berlin alles das, was ihr euch selber wünscht. Und ich denke mal, ihr habt es drauf, ihr könnt es auch. Und ich will hoffen, dass ihr, was weiß ich, mit der ersten Trophäe nach Hause kommt. Und wenn es denn eben nicht so sein soll, wir haben ja hier den olympischen Gedanken. Dabei sein ist alles. Und ich denke mal, ihr wisst, worum es geht. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Sie sind alles Bombenmädels und die können richtig gut Fußball spielen und sind auch so von ihrer Art her richtig tolle Menschen, kann man sagen. Und was glaubst du, was können sie in Berlin noch erreichen? Die können alles erreichen. Die haben bis jetzt schon ganz viel erreicht und da können die schon richtig stolz drauf sein. Ich bin auch stolz. Ich denke mal, die Schule ist stolz drauf. Der Trainer da von der Schule wird stolz sein. Und ich denke mal, die können Erster werden, können auch Dritter werden. Aber ich denke mal, die werden sich da gut verkaufen. Ja, und was würdest du sagen, wenn es jetzt direkt vorm Spiel wäre, so ein bisschen noch als Motivation? Ja, Mädels, nicht nervös sein, keine Angst vor großen Namen haben, alles geben, euer Bestes geben. Ihr könnt mehr, als ihr meint. Und vor allen Dingen, wenn es mal nicht gut läuft, immer weiter alles geben und nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern immer gegenhalten. Und wenn ihr nachher euer Bestes gegeben habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, was kann ich dir natürlich sagen? Erstmal einen riesen Respekt und riesen Beifall für das, was ihr jetzt schon geleistet habt. Aber wenn ihr natürlich nach Berlin fahrt, ist natürlich klar, nicht nur dabei sein, Atmosphäre und andere Mannschaften kennenlernen, sondern natürlich, wenn wir auf den Platz gehen, wollen wir gewinnen. Und wie ich euch Mädels kenne, seid ihr sowieso heiß wie Frittenfett. Und dann gebt ihr mit Sicherheit genauso die Post ab, wie hier in den Vereinen auch. Und ich denke, ihr werdet mit dieser Truppe, mit der Leistung, die ihr bislang gebracht habt, ganz weit nach oben kommen. Und dafür wünsche ich euch alles Gute und denkt dran, ein Team, eine Mannschaft, ihr gewinnt.